Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft Let's Play. Ich weiß, die letzte Folge war schon 2 Wochen her, deswegen ja, müssen wir heute wieder Minecraft spielen. Ist ja klar. Genau, was steht denn heute auf den Plan? Naja Leute, ganz ehrlich gesagt, wir bauen erstmal halt unsere kleine Hütte hier zu Ende und versuchen mal, dass wir die Tiere von da drüben hierher verpflanzt bekommen. Jo, das sind so die Pläne für heute und mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit der, ja, mit der Terrasse hier da oben drauf. Ich meine, keine Ahnung, kann man, glaube ich, noch besser machen, aber es wird auf jeden Fall das Letztere sein, was wir hier heute behandeln werden, so gesehen. Deswegen mal schauen. Genau, wir wollen heute hier erstmal das Haus fertig kriegen. Wäre auf jeden Fall mal ein Plan. Müssen wir nur schauen, wie wir es hier machen, weil ein Fenster wäre hier eigentlich auch ganz praktisch, ne? Genau, da wollten wir auch noch so einen Ausguck machen. Genau. Autsch. Genau, und da wollten wir... Na, können wir eigentlich auch ein Fenster machen. Egal. Mal schauen. So, wir haben jetzt... Haben wir überhaupt noch diese Steine? Das wäre eigentlich auch mal interessant zu wissen, ob wir noch irgendwo Cleanstone haben. Für... Ah, ich glaube nicht. Okay, miese. Wir hatten jetzt hier 51. Gut, dann farmen wir schon mal kurz hier. Mal die nötigen 12, 11, 10 nötigen Cobblestones. Dann kann ich die schon mal im Ofen tun. Da haben wir gleich wieder schöne Blöcke, die wir zum Bauen brauchen. So. Aber wenn wir die Tiere hier auch in diese Region schaffen wollen, müssen wir hier tatsächlich aber auch unser Zaun, nenne ich jetzt einfach mal, ne, unsere Mauer, weiterbauen. Ne? Ihr wisst, was ich meine? Ne? Das da. Ich glaube, ihr seht es. Ne? Diese Blätterwand müssen wir dann hier auch mal weitermachen. So, jetzt fahre ich noch ein paar zusätzliche Teile hier, damit wir, falls, warum auch immer, meine Spitzhacke kaputt geht, etc., dass wir auf jeden Fall eine neue Spitzhacke machen können. Notfälle müssen vorgesorgt sein. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, ich glaube, das reicht. So, wie viele haben wir jetzt übrig? 7 recht locker. So, gut. Dich brauche ich nicht. Ich brauche nämlich da und go. Gut, dann Blätter. Blätter waren, ja gut, hier waren genug Blätter. Dann machen wir hier erstmal weiter. So, ich meine, es wird jetzt eh gleich Nacht, deswegen müssen wir sowieso gleich mal schlafen gehen. Aber erstmal können wir auch gleich überlegen, wie wir das Gehege unterteilen wollen bei den Tieren. Die Schafe brauchen, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen mehr. Da Schafe ja Wiese brauchen, die sie essen können, um Wolle zu bekommen. Ich weiß, später braucht man eigentlich keine Schafe mehr, weil man sowieso genug Wolle hat, etc. Ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, ich gehe erstmal schlafen, bevor mich hier irgendwelche Monster meinen Ex hochgehen zu lachen. Hashtag Creeper, Hashtag Scheißmonster. Und dann stehen wir mal weiter, ne? Ich bin auch schon richtig müde, ich sag's euch. Es ist unglaublich. Und ich bin wieder hellwach. So, okay. Haben wir noch hier irgendwas Interessantes drin, was wir gebrauchen könnten? Okay. Oder hier? Hier? Oh, Eisen. Aber nee, Eisen brauche ich auch nicht. Was ich brauche, ist tatsächlich auch hier erstmal kurz mein Essen wieder aufzufüllen. So, piekst mich nicht, die Scheißteile. Perfekt. So, die Bäume... Nehmen wir ja auch. Guck mal kurz mit. Das Holz brauchen wir sowieso, früher oder später. So, dann komm. Schöne dunkle Holz. So. Haben wir eigentlich noch die Setzlinge hier? Ja, tatsächlich habe ich die hier. Okay, perfekt. So, dann ist hier noch ein Baum. Na, hier sieht man noch den Krater vom letzten Creeper, der explodiert ist. Ja. Scheiß Creeper halt, ne? Was soll man dazu sagen, ne? Creeper machen das Leben schwer. So, dann komme ich hier auch noch einen Baum hin und dann gehen wir wieder zurück. So. Gut. Genau, hier an der Seite haben wir so gesehen den Zaun erstmal ein bisschen weitergeführt und hier müssen wir erstmal das machen. So. Ist jetzt die Frage, wie wollen wir das machen? Mach ich dann hier einfach mal, genau, mache ich einfach mal so. Müssen wir nicht ganz die Erde hier abbauen. Aber hier müssen wir mal. So, dann kommt es hier. So. Genau.
Aber das hier so größer. Gut, ich würde sagen, das sieht in Ordnung aus. So, hier haben wir es aber gemacht, dass wir es nicht. Genau, das hier immer. Okay. So, Leute, wir müssen das so. So. Ich versuche das ja immer gleich zu machen. Damit der. Weil eine. Die eine Seite der Maus. Ey! Aus! Boi! Hier wird nicht mal gekauft. Den Table abgefackelt. Was ist denn das denn hier? Böse Lava. Böse, böse, böse Lava. Egal. Passiert, würde ich sagen. Passiert. So. Genau. So. Jetzt brauchen wir hier noch was. Warum mache ich das so und nicht, ich sag's mal, ne? Das ist so wie eben war, gerade kurz hier. Es ist einfach sicherer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil, ich sag mal so, würde man hier so in der Ecke stehen, da wäre kein Block, ne? Könnte der Creeper direkt neben einstehen, theoretisch, und dann zack, boom, bam, ne? Ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen. Um mich davor zu schützen, würde ich das natürlich dann so machen. So, hier oben drauf haben wir gesagt, dass hier aber auch die Teile drauf kommen. Dann machen wir das hier auch. So. Dann haben wir hier auch einen schönen Schlussstrich. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was hier zum Baum gehört und was nicht mehr. Okay, das gehört noch zum Baum. Und das, auch nicht. So. Gut, das passt. Jetzt muss ich kurz auf die andere Seite. Andere Seite. Ja, da ist das Haus eigentlich ganz praktisch. So, genau. Jetzt kommt hier auch nochmal das hier oben drauf. So. Okay, das ist schon mal alle. Das auch. Und dann kommt jetzt hier. So, theoretisch haben wir hier gesagt, auf einer richtigen Ecke wird was anderes gemacht. Auf einer richtigen Ecke haben wir eigentlich gesagt, das ist dann hier und dann hier. Dann kommt ja theoretisch so ein richtiger Block hin. Genau. So, gut. Das nehmen wir noch als Treppe. Dann haben wir das hier auch gemacht. Okay, ja. So, ein paar Blöcke sollten schon fertig sein, ne? Warten wir noch hier auf die 32. So. Dann haben wir auch einen halben Stack. So, das können wir. Was wir eigentlich auch brauchten, wäre ein Fenster. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir kurz irgendwo was farmen gehen können. So, jetzt haben wir hier gesagt, genau, das wird auch zugemacht. So. Genau, jetzt bräuchten wir hier drin eigentlich einen Boden. Dann wollen wir doch mal schauen, was für eine Art Boden wir. Ich mache erstmal hier so einen Holzboden. Erstmal ganz simpel bleiben. Später kann man das noch umändern. So, jetzt haben wir hier gesagt, genau, das wäre eigentlich auch noch Wand. Ja, das wäre Wand. Genau, muss hier eigentlich auch noch Wand hin. So, jetzt passt natürlich das hier nicht mehr. Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch. So, obwohl, nee, das passt doch. Okay. Nicht gesehen. Nicht gesehen. So, dann würden wir sagen, das wäre so, okay, okay, hier kommt man noch hoch, okay, genau, also hier würde ja auch so eine Art Fenster sein, also man kann nicht hier hingehen, sondern man würde hier vorstehen bleiben, ja, also Dachboden wird ziemlich eng, kann man jetzt schon sagen, aber ist halt so, genau, dann würde theoretisch, könnte man hier eine Kiste hinmachen, zwei Stück oder so, ne, und dann würde ich hier in der Mitte oder sowas, ne, Stein hinkommen. Ja, oder, ne, das kann man sich noch überlegen, was hier hinkommt. Aber erstmal würde ich sagen, ist hier auch genug erledigt. So, die Fragen der Fragen. Habe ich das zufällig hier in der Kiste? Nein, ah, hier. Genau, Milchstein. So, wir brauchen nämlich auch Wasser. So, jetzt können wir nämlich anfangen, mal die Gehege zu unterteilen. Eigentlich würde ich das mit diesen Steinen machen, ne, mit denen hier, weil es passt dann farblich auch sehr hier. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, okay, wenn wir jetzt hier, wir brauchen auch hier einen Weg, ne? Also hier wird irgendwie so eine Art Weg sein, der das Ganze auch irgendwie trennt oder sowas, ne? Da hier auch,
der Eingang ist, ne? Ich meine, den Weg kann man auch eigentlich erstmal so machen. So, das kann ich natürlich nicht machen. So, so, wir würden mal überlegen, okay. Genau, hier wird ja kein Gehege sein, sondern hier wird ja so eine Art Lagerplatz sein, ne? So, vielleicht kommen hier noch so ein paar Pflanzen hin. Ich weiß es nicht. Muss man mal schauen. Genau, dann wird man hier. Das ist jetzt auch nur spontan, ne? Ob das Ganze so später hinhaut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Weil das hier zum Beispiel ist sehr klein. Dann wird man vielleicht hier so hingehen. Okay. Ja, heute muss ich sehr viel nachdenken, Leute. Was soll denn das? So, jetzt müssen wir erstmal hier was essen. So. Ah, ich hatte echt Hunger hier. So, was man hier auf jeden Fall schon machen kann, ist ja diese Axt, den Baum hier wegmachen. Weil der Baum stört tatsächlich hier jetzt mal. So, genau. Dann wird man hier auch irgendwie so eine Art Wassersystem hier auch durchbauen. Wie genau das später aussehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube auch, der Weg ist viel zu krumm und schief. Das würde ja sehr viel Platz wegnehmen. Wenn man ganz halt hier Zaun nebeneinander machen möchte, deswegen. Also Eingang da auf jeden Fall. Ne, ob der Eingang auch hier so bleibt, das ist noch eine andere Sache. So, wird man jetzt theoretisch hier den Zaun hinmachen. So. Genau, Kuh, du bleibst einfach mal Kuh. So. Genau. So. Ja, vielleicht machen wir auch dich noch. So, du bleibst aber da. Hey, ich hab dir gesagt, du bleibst da. So. Genau. So, da würde ich jetzt vielleicht der Weg durchgehen. So. So, das wäre zum Beispiel ein sehr kleines Gehege hier. Das wäre zum Beispiel. Das können wir auch für die Lamas machen, theoretisch. Ja. Da würde hier zum Beispiel Ende sein. Ne, würden hier zum Beispiel. Ne, ist nur ein Beispiel, Leute, ne? Aber hier würden zum Beispiel die Lamas hinkommen. So. Dann würde man hier ein bisschen weitergehen und dann hier so weitergehen. Und dann könnte man hier zum Beispiel auch was unterteilen. Aber wo unterteilt man? Ich würde sagen, machen wir mal hier. Hör auf, mein Crafting-Table abzufackeln, Laber. Was soll denn das? So. Genau. Das Ding ist jetzt, ne, auf der anderen Seite sollten eigentlich ja. Ist halt die Frage, ne? Was sollte man hier machen? Sollte man hier eher hingehen und sagen, okay, wir machen hier ein, ne, dass man hier zwischendurch geht, dass man hier Tiere hat und hier Tiere, oder dass man sagt, okay, man geht eigentlich hier an der Seite entlang und dafür hat man aber größere Gehege. Ich glaube, die größeren Gehege würden besser aussehen, ne? Ach, verdammt. Okay. Machen wir größere Gehege. Machen wir keine Käfighaltung hier. Habe ich gehört? Okay. Wir machen Freilandhaltung. So. Dass jede Kuh seinen eigenen Block hat. Das ist Freilandhaltung in Minecraft. So. So, die Steine mache ich erstmal nicht weg. Okay. Neuer Plan. Okay, dann würde ich aber sagen, dass man hier lang geht. Aber wie viel Weg braucht man denn eigentlich? Ne? Würden wir es mal sagen, okay, hier würde. Okay, es wird schon gleich Nacht, muss ich wieder schlafen gehen. So, ne, würde man sagen, hier ist immer der Weg. Würde tatsächlich auch eigentlich sehr passen, weil da auch der Eingang ist. Dann würde hier theoretisch Zaun entlang laufen. Verstehe. Aber ich würde tatsächlich. Würde ich. Na, vielleicht würde hier so eine Art Blumen oder sowas hinkommen, dass er hier so Zaun entlang laufen würde. Na, genau. So, okay, ich würde Nacht, ich muss schlafen gehen. Das wird mir schon zu creepy hier. Das wird mir doch ein bisschen zu creepy. So, jetzt gehen wir nochmal kurz schlafen. In die Haya. So. Genau. Euch ausgeschlafen, keine Monster. Alles perfekt. Gut, okay. Ne, dann würden wir theoretisch sagen, dass hier das Ganze so langlaufen würde. Dass dann auch hier
Genau, ne, dann wäre dieser Bereich theoretisch für Tiere. Den würde man natürlich auch hier nochmal unterteilen, ist ja klar, ne? Dann, gut, lass mal den Baum kurz mal da stehen, ne? Dann würde das da theoretisch hier so durchgehen, ne? Dann würde man, keine Ahnung, würde man vielleicht hier irgendwie sagen, dass dann hier Schluss ist, ne? Dass dann hier ein Tiergehege ist, dass man dann zum Beispiel hier dann sagt, dass ein Tiergehege ist. Ich meine, so viele Tiere haben wir noch nicht, ne? Und das da halt, ne? Hat man so drei, vier Tiergehege. Genau. So, jetzt hier Mr. Q. Jetzt lass uns natürlich überlegen, wie wir das Ganze am besten mit die hier machen. Also erstmal können wir hier dieses provisorische Zaunzeugs auch mal wegmachen. So. Machen wir hier auch mal. Ja, mir gehen die Steinzäune aus. Tatsache. So. Aber nicht schlimm. Genau. So. Dann würde man theoretisch sagen, hier wären die Gehege. So. Aber die Gehege brauchen ja auch so eine Art Wasserleitung. Und was cool ist, ne? Vielleicht wusstet ihr oder wusstet ihr es nicht, ne? Wenn man hier zum Beispiel. Ja, das kann man theoretisch ja hier so am Rand machen, ne? Dann wird man es ja. Keine Ahnung. Wird man es so rum machen? Ja, so rum wird es machen, ne? Man kann hier. Wo ist mein Wasser hin? Okay, ich habe kein Wasser. So, man kann hier rein Wasser setzen, ne? Und das ist eigentlich ziemlich cool hier, ne? Das finde ich tatsächlich, ne? Also man kann jetzt hier so gesehen mit diesen Treppen immer weiter Wasser. So da kleine Wasserstraße machen, ne? So, jetzt machen wir hier noch. Ne? Und das ist, selbst wenn es hier so ums Eck geht oder sowas, ne? Zum Beispiel hier, das geht. Ne? Das haben sie ja vor ein paar Versionen hinzugefügt. Und ich bin ehrlich, Leute, das rein nicht da rein. So. Ne? Ich finde das ziemlich cool. So. Und das Ganze fließt auch, wenn es, ne, zueinander, wenn es irgendwie Möglichkeit gibt. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, ne? Das ist eigentlich wirklich ziemlich cool hier an der Sache. Und so, ne, weil die Tiere brauchen auch Wasser, soll auch später schön aussehen und alles, ne? Deswegen mache ich das Ganze hier auch. So, und hier auch. So, machen wir hier das noch kurz mit Wasser voll. Genau. So. So, jetzt haben wir doch irgendwo noch. Genau, hier haben wir Zaun abgebaut. So, ne? Auf jeden Fall, ne, sieht das Ganze natürlich schon, wenn man so aussieht, natürlich besser aus. Ne? Wenn hier so Wasser, ne, können die Tiere. Hier. Ey, mein Crafting Table. Hallo? Was ist denn los? Aus. Ne? Vielleicht sollten wir einfach mal so machen. Egal. Auf jeden Fall, ihr könnt es euch jetzt vorstellen, ne, dass hier so die Tiergehege kommen. Dass man dann, kommen hier auch noch so schöne Tore hin, ne, und dass man hier die Tiere halten kann. Ja. Und irgendwann finden wir für dich auch noch eine zweite Kuh, ne? Kuh sucht Kuh. Die Dating-Show. Machen wir irgendwann. So, die Lamas. Vielleicht halte ich auch da drüben, ne? Dann kommen die da so ins Stall oder sowas. Ich weiß es auch nicht, ne? Das ist noch alles Überlegungssache. Aber auf jeden Fall würde das Ganze hier so unterteilt werden. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Verhältnis zum Haus gegen das Tiergehege ist noch fragwürdig, aber egal. Aber gut, Leute, ein Blick auf die Zeit hat mir schon gesagt, dass die Folge wieder vorbei ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Aber ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.